Ich hole jetzt den nächsten Gast rein. Hier ist Martin Grubinger. Martin Grubinger. Jetzt noch. Ja. Jetzt noch. Immer. Lieber Martin. Martin Grubinger, vielleicht. Es ist ja irgendwie ein trauriger Anlass. Überall liest man, er hört auf, er ist 40, er geht in Frühpension. Hm. Ist es vielleicht das letzte Mal, dass man dich in einer Talkshow sieht? Ziehst du dich komplett zurück? Nein. Nö, ich vermute nicht. Wenn sie mich einlädt, komme ich immer gerne. Ja, aber als was? Als Geschichtsstudent? Vielleicht. Hier ist einer von Österreichs führenden Geschichtsstudenten. Ja, vielleicht. Lieber Martin, du wolltest Apfelsaft? Ey, das ist total nett, genau. Hast du schon vom AMS so einen Bescheid bekommen? Und hast du von der ÖBB so eine Pensionistenkarte oder sowas? Hast du schon irgendwas? Nein, nichts von alledem. Nichts von alledem. Ich unterrichte ja nach wie vor dann am Mozarteum in Salzburg. Das wirst du auch weitermachen? Ja, klar, das macht mir Spaß. Aber nur mal ganz kurz, um die Leute sozusagen auf Stand zu bringen, ist so, du hörst deswegen auf, weil die körperlichen Verschleißerscheinungen tatsächlich zu groß geworden sind, weil das ja mehr ist als Musizieren, weil das ein körperlicher Einsatz ist, der Wunden hinterlässt. Ja, auch. Es sind mehrere Gründe. Ich mach's ganz kurz. Das eine ist, ich spüre ein bisschen eine Müdigkeit, sowohl physisch als auch mental. Ich spiele schon lange, ja, die ersten Konzerte mit 8, 9, 10 Jahren und hab's dann eigentlich durchgezogen. Das zweite ist, ich bin halt neugierig. Ja, die Vorstellung, wirklich ein ganzes Leben lang Schlagzeug zu spielen, irgendwann mit 60, 65 das immer noch zu machen, das hat mir irgendwie nie taugt. Ich wollte immer noch was anderes ausprobieren. Ja, und das Dritte ist, die Projekte, die kommen, die Neugierde, alles, was jetzt ansteht, das ist einfach etwas, was mich ja richtig motiviert. Aber was sind das dann für Projekte, wenn du sagst, ich höre mit dem, für das ich berühmt bin, auf, was kommen dann für Projekte? Hey, ich habe ein Taxiunternehmen, wie ist bei mir Taxi, was? Also, Taxi vielleicht nicht, aber Fahrradkurier wäre voll mein Ding. Ja, ich sag die ganze Zeit, das würde ich mal so gern machen, einfach durch die Städte glühen mit meinem Rennrad. Na, ernsthaft, das weitergeben, was ich jetzt 30 Jahre gemacht habe. Ja. Mir taugt es total, die Studierenden zu challengen. Ja. Ich habe letztens ein Interview von Marcelo gehört, den Linksaußenverteidiger von Real Madrid. Ja. Und der hat erzählt, ja, Zinedine Zidane war sein Trainer. Und im Training hat er die voll gefordert, obwohl er schon viele Jahre nicht mehr gespielt hat. Und irgendwie haben wir gedacht, wow, das wäre ein Vorbild. Ich werde mir in den Unterrichtsraum bei unserem Mozarteum reinstellen und die Studenten einfach jeden Tag fordern und schauen, dass ich die ja dorthin bringe, wo ich jetzt ein paar Jahre spielen durfte. Das verstehe ich. Die richtige Ausbildung. Verstehe ich total und das ist auch aller Ehren wert. Aber du verzichtest natürlich auf viel Ruhm und auf viel Geld. Du hättest wahnsinnig viel noch an Ruhm und Geld abschöpfen können. Das ist dir egal. Bist du mittlerweile reich? Nein. Aber relativ? Auch nicht. Ich habe gelesen, du hast gesagt, nach all den Stunden, die du investierst, hast du einen Stundenlohn, der unter dem Mindeststundensatz, der in Deutschland gefordert wird, von der Regierung ist. Naja, überleg mal. Ein neues Schlagzeugkonzert, sagen wir, das dauert 40 Minuten. Das sind ein paar hunderttausend Töne. Da muss ich daran üben, 6, 7, 8, 9 Monate, bis ich es auswendig einstudiert habe. Wenn du das dann runterbrichst zu den Honoraren, die wir da ist bekommen, ist lächerlich. Okay. Dann sieht es vielleicht nicht aber so gut aus. Aber wie sah dein Tourplan aus in der wildesten Zeit? Wie viel Termine waren das im Jahr? Ja, es ging schon zur Sache. Es waren 110, 120 Konzerte, wenn man sich vorstellt. Auf der ganzen Welt? Ja, man probt. Man hat dann oftmals Orchesterwochen, wo man 3, 4 Tage probt, bis es dann losgeht. Das Reisen bei Schlagzeugern, der Aufbau. Das hat mir total Spaß gemacht. Aber ist das bei Schlagzeugern auch so? Bei Schwimmern zum Beispiel gibt es dann manchmal Rekorde, weil das Wasser in Tokio so gut ist. Ist es bei dir auch beim Schlagzeug so, dass du die Luft in der Carnegie Hall, da kannst du noch schneller spielen als in Berlin oder so? Die Akustik, das Wiener Konzerthaus klingt wunderschön, Santori Hall Tokio auch, Carnegie Hall auch. Es gibt Säle, die nenne ich jetzt nicht, die klingen nicht so toll. Da welche sind scheiße? Nein, jetzt habe ich aufgehört, ich kann es sagen. Also, die Elbphilharmonie in Hamburg ist jetzt nicht so toll, muss man sagen. Echt? Aber da sagt man doch immer so einen tollen Klang nach. Naja. Oder? Alle schimpfen. Naja. Alle Musiker schimpfen. Also, okay. Es ist jedenfalls so, am meisten motiviert das Publikum, ja? Wenn man reingeht in einen Saal und man spürt, wow, die Leute freuen sich richtig, dass man da ist. Ja. Dann, und das werden die Kollegen und Kolleginnen bestätigen können, ist man top motiviert, dann spielt man gleich noch mal ein paar Prozent besser. Ist ja auch bei euch auch so, oder? Ist bei uns auch wenn so. Wenn du reingeht und die Leute freuen sich, dass ihr da seid. Ja, aber bei uns ist es oft so. Das wäre bei uns theoretisch wahrscheinlich auch so. Falsche Frage. Na, aber falls der eine oder andere Herrn Grubinger noch nicht in Action gesehen hat, hier ein kleiner Eindruck seiner Kunstfertigkeit.
Das ist schon toll. Und es sieht so leicht aus, oder? Nein. Es sieht so leicht aus, doch. Bei ihm schon. Fantastisch. Ganz kurz, wir kommen, müssen zur neuen Rubrik kommen. Uns wird immer vorgeworfen, wenn wir Musiker zu Gast haben, dass wir die falschen Fragen, wir stellen in Wahrheit immer nur die Fragen, wie reich bist du oder warst du nackt in der letzten Nacht und wann hast du das letzte Mal masturbiert und solche unseriösen Fragen. Und dem wollen wir jetzt entgegenwirken, indem wir eine neue Aktion ins Leben gerufen haben, nämlich von Musiker zu Musiker. Unser lieber musikalischer Leiter Hans-Georg Gutternick betreut diese neue Rubrik. Bitte, setz dich. Finde ich super. So. Moment, das sieht noch etwas unelegant. Vielleicht können wir einen Rahmen haben, der auch irgendwie Ö1-mäßiger ist. Sehr gut. Und jetzt für die Signation noch Klavier. Von Musiker zu Musiker. Präsentiert von Hans-Georg zu Gutternick. Hallo Martin. Hallo. Bei polyrhythmischen Aufgaben, wie zum Beispiel 7 gegen 4, wie zählst du da? Ich rechne sie mir aus. Ich schreibe mir die einzelnen Strichel der Sechzehntel auf, die 7er und die 4er. Und dann sehe ich genau, wo welcher Punkt gegenüber oder übereinander liegt. Dann ist es ziemlich easy. Dann könnten wir alle Polyrhythmen ganz easy spielen. Das war von Musiker zu Musiker. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, auch mal eine seriöse Frage. Super. Vielen Dank. Hat das Musikern jetzt was gebracht? Wenn jetzt Musiker zuschauen, hat denen das wirklich was gebracht? Ich habe nicht verstanden, worüber ihr geredet habt. Aber auf jeden Fall haben meine Studenten am Mozarteum jetzt exakt verstanden, was sie morgen machen müssen. Das ist auch schon super. Weil du davon gesprochen hast, das Musikalische, die Kraft des Musikalischen weiterzugeben. Du hast eine App. Erfunden, kann man das sagen? MyGroove heißt die? Ja, die MyGroove-App, genau. Die MyGroove-App leistet was? Ich will einfach, dass wieder mehr musiziert wird. Ja, wird zu wenig musiziert? Ja, wir hören es ein bisschen, es wird zu wenig Hausmusik gemacht, so wie früher, ja, wo die Leute gesagt haben, wir singen einfach. Oder auch Garagenbands. Wer gründet noch eine Garagenband? Ich habe mit den Nachbarbuben in der Garage gespielt. Ja. Oder auch bei der Blasmusik, in den Chören. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen wieder, dass richtig in der Band musiziert werden kann. Und deswegen haben wir diese App gebaut. Und das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, auch einer, der sich für sehr unmusikalisch hält, kann mit dieser App zum Musiker werden. Ich bin ganz sicher, wenn du in dieser App ein paar Minuten Drumset spielst, dass du einen guten Groove hinbekommst. Ja, ja, ich bin ein ganz guter Drummer. Ja, ich glaube auch. Ja? Ja, aber wir schauen mal kurz rein. Hier sehen wir einige, die diese App bereits ausprobiert haben. Genau. 2, 3, 4... Ist das sein Sohn? Ja, ist der Noah. Ah. Und man wird angeleitet von einem renommierten Musiker in der App? Genau, da ist zum Beispiel der Thomas Lang, das ist der Drummer von Falco gewesen, ihr sitzt in der Links und der sagt dann, hey, du spielst auf der 1 und auf der 3 die Kick, ja? Also die Bassdrum. Und dann hast du gleich die Band dabei, die dir zuhört. Ja? Oder das heißt, singen. Jeder spielt mit anderen Leuten zusammen und nur die eigene Tonspur ist quasi frei, da muss man selber spielen. Ganz genau, und dann kannst du mit richtig guten Leuten in einer Band spielen. Es ist ein bisschen so, wie wenn du mit Messi in einer App kickst und hier kannst du halt mit super Musikern in einer Band spielen. Oder mit der Mutter von Messi. Ja, ne? Das ist toll. Okay, das ist jetzt der Profimusiker, der dann sagt, wenn man alles okay gemacht hat, du steigst auf ins nächste Level. Genau, das ist das wie ein Game. Ja, das ist wie ein Game. Du steigst ein bei Level 1 und der sagt dann, Dirk, du warst super, du hast 100 Punkte. Wir haben eine KI, die dazuhört und die dann sagt, okay, ein bisschen zu früh, zu spät, zu hoch, zu tief. Ja. Und wenn du richtig gut bist und ich weiß, wir beide waren ja schon auf der Bühne und du hast die Percussion gespielt, dann steigst du auf ins nächste Level. Könnte ich dann gleich, weil wenn ich sage, hey, du, ich war schon mit Grubinger auf der Bühne, steige ich dann gleich bei Level 5 ein, oder? Nein, du kannst dir das selber wählen. Du sagst dann, ich steige gleich hier in der App bei den Pros ein. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade und Dirk, du bist eigentlich bereit für die Königsklasse. Man merkt doch, dass er lügt. Ja. Wie war das mit Dirk auf der Bühne? Er hat natürlich kein Rhythmusgefühl gehabt, oder? Gib's zu, Martin. Der Dirk ist ein super Talent. Das bringt nicht die Frage. War ganz großartig. Wie war Armin Wolf? Mit Armin Wolf bist du auch aufgetreten. Armin Wolf ist auch sehr gut. Bei Armin Wolf ist es so, der hat auch noch eine super, super Motivation. Ja? Der hat sich das Instrument sogar dann über Amazon bestellt und hat da den Torpedo, so ein Percussion-Instrument gespielt. Ich habe das nie vergessen. Ich habe ein Konzert gespielt. Ich glaube, es war Paris.
Und plötzlich bekomme ich um 22.30 Uhr von Armin Wolf ein Video. Da spielt er den Torpedo und ist nicht ganz auf der Groove und schreibt mir dann, Martin, was mache ich falsch? Und ich dachte, unglaublich, er ist gerade noch im TV-Studio gesessen. Eben vorher gerade noch Putin interviewt und dann ist das im Anliegen. Das ist unglaublich. Also Armin Wolf, wir haben einen kleinen Ausschnitt da, wir schauen mal rein. Man hört Als du das letzte Konzert gespielt hast, das war in Salzburg, richtig? Ja. Und das war ja wirklich das offizielle, wirklich letzte. So es ist das. Nicht nee, das so letzte wie Rolling Stones und wir machen die nochmal die letzte. Das und letzte noch mal. Ist hier. Warst du dann, und ich nehme mal an, das, weil schätze ich mal als Nichtmusiker, es ist viel Emotion dabei, warst du emotional berührt und hast sehr schlecht gespielt? Oder warst du emotional berührt und hast deswegen noch tiefer gespielt? Ja, weißt du, ich habe es so genossen, weil ich war so befreit. Ich bin da rausgegangen und habe gedacht, cool, Salzburg, meine Heimatstadt, da bin ich geboren. Jetzt macht es richtig Spaß. Ich habe all diese großartigen Musiker, Kolleginnen und Kollegen dabei, mit denen ich viele Jahre gespielt habe. Es war super, aber ich bin nicht so der super emotionale Mensch. Ich dachte, ist gut, macht Spaß und morgen mache ich was anderes. Und die anderen sind jetzt alle arbeitslos, deine ganze Band? Nein, das Ensemble der Percussive Planet, die kennst du ja. Ja, kenn ich, die spielen sicher weiter. Ich bin sicher, man wird die Band wieder hören. Ja, ja, sicher, aber natürlich ist der Chef ist weg, ne? Na ja. Also ja. Das aber ist was Zeit für was Neues vielleicht auch. Ja, für ja. Aber kann man einen Grubinger kann man nicht ersetzen? Ne? Ich bin sicher. Ich bilde ja die Leute aus. Ja, kennst du schon einen, wo du das Gefühl hast, Scheiße, der ist echt gut? Ja. Hier, Mario Stübler. Der Mario. Ja. Mario ist ein Mega-Drummer, möchte ich mal sagen. Ja. Ja. Er könnte heute zu einer Wachablöse kommen. Wir haben ja diesen kleinen, dieser, nennt man das wirklich Battle oder ist es einfach ein gemeinsames Drum-Battle. Drummen? Eher Duo bei uns zwei. Also es ist einmal so, der Mario, dass ich mit Mario jetzt da spielen darf, ist eine große Ehre. Vielleicht, ich glaube, man kann das kurz erklären. Ich habe es eh schon gesagt, ich bin klassischer Schlagzeuger. Und als junger Bursch habe ich eben viel Drumset gespielt. Und für mich ist es heute mit Mario ein bisschen back to the roots. Und dass er da mir die Möglichkeit gibt, mit ihm da ein Solo zu spielen, finde ich schon extrem cool von dir. Wir freuen uns alle drauf. Auf diese beiden Giganten. Liebe Emmy, darf ich dich noch fragen, hast du jemals ein Instrument gespielt? Ich habe 12 Jahre Klavier gelernt und es nicht erlernt. 12 Jahre? Aber musstest du nicht auch als Kind singen, weil dein Vater war doch ein berühmter Wiener Liedkomponist. Ja, das kann ich noch immer, aber ich mache es nicht. Also. nein, wir wollen aber was war das berühmteste Lied von deinem Vater? Kannst du das noch? Auf der Großmutter ihr Kaffeehäferl steht, ich bleibe dir ewig treu. Doch jetzt weiß ich, das war vom Großvater halt nur auch so eine Rederei. Denn mein Schatz hat den gleichen Satz zu mir gesagt und hat's tausendmal mir geschworen. Treu bleibt er mir ein Schmorn, er hält mich nur für einen neuen, denn der Schuggenlugenschippel war schon längst wieder, jetzt ein andere. Und was halb ich? Hab ans Andenken, an der Wand hängt nur seine blöde Fotografie. Und damit wische ich mir die Augen aus und pfeife auf den Bräutigam. Und der Großmutter ihr Kaffeehäferl. Heute am Chimbo. Bravo! Emmy Werner, meine Damen und Herren! Martin Grubinger!